Ich hätte schon Lust. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen. Würde dir gelegen kommen, Internet muss ich stabilisieren. Okay. Machen wir noch ein Stündchen, ha? Nützlicher Trick. Du frierst die Gischt und machst damit Nebel. Hast du dir das selbst beigebracht? Sie haben mich dazu gezwungen. Wenn die eiserne Flotte auf See war, habe ich so ihre Bewegungen verbergen müssen. Nur ein Kampf. Nein, du lügst. Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe. Die letzte Chance, damit abzuschließen. Ich muss es tun. Was es auch kostet. In Ordnung. Da ist er. Der Mutterkristall der Eisernen. Drachenhoch. Strömungen, scharfe Klippen und Ätherfluten, nicht zu vergessen. Diese Insel ist eine natürliche Festung. Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit. Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen. Das Heiligtum liegt im Vulkan. Wenn wir dem alten Pfad folgen, sollten wir zum Hintertor gelangen. Gut. Gehen wir. Ich dachte immer, ich würde mal zur Rückeroberung hierher kommen. Die Insel war mal Teil von Rosaria, oder? Genau, bevor die Eisernen sie in ihre Klauen bekommen haben. So wie mich. 13 lange Jahre habe ich hier leben müssen. Immerhin kenne ich mich jetzt gut aus. Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt. Er wird nicht mehr bewacht. Die perfekte Abkürzung. Okay, ich habe so Bock. Die Musik macht's jetzt komplett. Die Flut breitet sich aus. So schlimm war es damals noch nicht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Der Weg führt dadurch. Boah, ich hab so Bock gerade. Bei aller Liebe. Die Musik macht's einfach. Gibt es hier oft, und das ist ein kleines. Kein Grund zur Sorge. Hallo Trollis. Daneben.
Wir sind jetzt bei den Eisernen. Und die Jill hat ein bisschen was von ihrer Story erzählt. Und ich habe eigentlich... eigentlich Bock. Weil die Musik macht's einfach. Da vorne ist das Arboretum. Von dort kommen wir in die Höhlen. Wir sind jetzt zu den Eisernen gefahren. Und machen hier mal ein bisschen Stress. Das sieht übel aus. Ich weiß ja nicht, wann du weg warst. Was ist denn hier passiert? Alles befallen. Halt. Geht. Für einen Schild von Rosaria kein Problem. Wie in alten Zeiten. Halt dich von seinem Maul fern. Glaub mir, das werde ich. Oh, ekelhaft. Nicht einatmen.
Ui. Dieser Rotzfink. Ich meine, der Morbul, ja, okay. Es ist halt so ein Pflanzenboss mit Gift, aber in Äther ertränkt ist der echt nicht einfach. Ist der richtig widerlich. Hier wird's heiß, hier. Heiß. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Obwohl es heißer ist, als ich es in Erinnerung habe. Müssen wir uns diesmal Sorgen machen? Langsam schon. Sie werden stärker. Das stimmt nicht. Also die Schockwelle fand ich jetzt nicht so. Also fand ich persönlich jetzt... Also Gewitter finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Ich will mal was gucken. Ja, das ist okay. Warte mal, wenn ich das... Habe ich automatisch erlernt, ne? Das kann ich nur verbessern. Oh, das will ich unbedingt. Ich will mir das aufsparen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach klar. Yeah, Stufe erhöht, Bitch. Schluck das, du Penner. So, ich finde es aber komisch, dass wir jetzt zwei Wege gehen können. Naja, was soll's. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass könnten wir hier irgendwas Großartiges verlieren oder vergessen. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich nochmal einen Drachen begegnen. Hat er gerade beim Hund wehgetan? So Level. Rotzvieh. Keiner tut meinem Hundi weh. Yeah.
Läuft gut. Und hat Spaß. Warte mal, hier war ich doch. Bin dann hier hochgelaufen. Gut. Müssen wir rüber? Naja, du bist eine Esper des Feuers, also. Die Jill ist fest entschlossen. Mein Gott, sieht die in dieser Form geil aus. Also nicht im Sinne von, ihr wisst, was ich meine. Das machen wir nicht nochmal. Ja, besser nicht. Und wie wollt ihr zurück, ihr Helden? Ja, ich weiß, was du sagen wolltest. Nicht die alte Bedeutung von geil. Ja. Also die sah in dem Esper-Outfit schon sehr episch aus. Schafft das der Hund? Es ist nicht mehr weit. Das riecht doch alles hier nach einem Drachenkampf. Alter. Okay. Mithril-Armbänder. Was zum?
wohl der Kleine hier, der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Warum greift er an? Das sind so friedliche Geschöpfe. Dann ist der hier wohl die Ausnahme. Ah! Regeneriert sich viel zu schnell. Was hat er vor? Ich will's nicht wissen. Erinnert mich ebenfalls sehr an ein Monster Hunter Monster. Okay. Bin ich mal. Ja. Möglich. Hat es was damit zu tun haben, dass er uns aus dem Dingsbums gekommen ist und aggressiv war wegen mir? Also wegen Clive? Na gut, du bist eine Eisesper, ne? Ganz schön Radau gemacht. Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Aber bevor nicht allein. Hitze mich umbringt. Dann los. Das ist möglich, ja. Wir schleichen uns durch den Dienstflügel ins Sanktuar. Dort wird allerdings viel los sein. Dann dürfte es schwierig werden, unentdeckt zu bleiben. Bei der Hitze wäre die Holztreppe das doch schon längst. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Dodogama. Ja, ich seh's. Ist aber ein hässliches Vieh.
Schwester Marley. Ich bin's. Bei der Mutter. Jill? Unmöglich. Doch, ich bin es. Wir können hier nicht reden. Kommt mit. Die melden das bestimmt irgendjemanden. Die sah jetzt nicht so aus, als würde die uns in Ruhe lassen. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen? Vergib mir, Schwester. Aber ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sag mir, wo ist der Patriarch? Die Mauer ist platt. Zu dieser Stunde ist er im Sanktuar bei seiner Andacht. Ihr meint, oh, dieser Unmensch. Das ist eine Andacht. Wir müssen schnell zum Heiligtum. Los. Schwester Marley, ihr müsst von hier fliehen. Nehmt eure Sachen und geht. Hör mir zu, Jill. Inarak, Norn! Wir haben Besuch. Das wird sie aufhalten. Hier entlang. Können wir dich aber platt machen? Folgt diesem Gang. Er führt direkt zum Sanktuar. Kommt, beeilt euch bitte. Ich danke euch. Ihr wart hier immer meine einzige Hilfe. Mein Licht in der Dunkelheit. Rettet euch, Schwester, bitte. Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben. Das müsst ihr mir versprechen. Na dann auf. Oh, ich hab gerade... Immer wenn ich sage, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel aktuell, brauche eine Pause, da kommt so eine Scheiße. Versprochen. Aber du musst mir auch dein Wort geben. Oh mein Gott. Komm, Clive. Wir sind fast am Sanktuar. Gut. Das hört sich nach episch an. Unser Empfangskomitee. Ich hatte schon genug von ihrer Gastfreundschaft. Okay. 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 Wie viele denn noch? So viele. Yeah.
Hast du gerade meinen Hund gehauen, du Ficker? Den lassen wir am Leben und spalten ihm den Sack. Dieser verfickte Hodenknilch. Einfach mit der Axt meinen Hund weggehauen. Den beleben wir wieder. Aber vorher schneiden wir ihm alle Arme und Beine ab. Dann kann der Hund mal dran knabbern. Diese elende Drecksau. Diese verfickten Kacklappen. Aber die Musik ist gerade richtig geil. Deswegen bin ich mal ein bisschen stiller. Jetzt da lang. Ich brauche so lange zum Aufstehen von diesem Phoenix-Dingsbums. Sag mal, bin ich jetzt bekloppt oder was? Warte mal, von hier kam ich, glaube ich. Mal hier lang gehen. Ich kann nur in diese Richtung, das ist ja schön. Ich kann hier auch in keine Türen rein. Bin ich auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite schade. Es wäre schön, nochmal reinzugucken, was da drin ist. Wenn es so Kleinigkeiten wären. Ich habe hier doch alles gemacht. Warum komme ich nirgends rein? Einzige, wo ich irgendwo überhaupt irgendwas irgendwie irgendwo reinkommen könnte. Ah, hier, okay. Clive, es gibt etwas, das du wissen solltest. Du warst hier die Hure von Babylon. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Endlich. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Er hat dir bestimmt die Jungfräulichkeit genommen. Irgendwie sowas. Ich kann mir sowas vorstellen. Wenn eine Frau so sauer ist, dann ist er ihr zu nahe getreten, obwohl er es nicht sollte. Hier gibt es noch einen Heiltrank. Ja, ist halt blöd, ne? Hat sie ja gerade eben gesagt. Er hat schlimme Dinge getan. Wir sind fast da. Kämpfen wir uns durch. Yeah.
War vielleicht nicht so schlau, mein gesamtes Momentum hier zu verbraten. Gnade des Infernos. Verlängert die Dauer des Effekts. Ja, kann ich eh nicht. Ja, vorbeischneiden, hinrennen und alles kaputt machen. Kann sein, dass hier so eine... Dieser Wichser. Ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche random Leute. Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen. Die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen, so wie die Heilige Mutter verlangt. Und wer sagt, was die Heilige Mutter verlangt? Du büßen wirst. Sagst du. Ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie... Wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei was du schon immer warst. Ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Warum sagst du ihr zu dem Penner? Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie! Jetzt! Yeah.
Alter. Alter, Jill ist heiß. Er hat richtig Bock. Also gut. Auf Jillis Verlass. Thank you.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. War ein cooler Kampf. Oh, flüssige Flamme. Könnte schmecken. Boah, schon mal gleich ein Döner. Ich hab so Hunger. Also wir können ruhig gerne weitermachen. Ich weiß nicht, wie eure Tage aussehen. Das stimmt. Er ist wohl verschluckt, hä? Ich werde das beenden, Clive. Ich glaube, die S-Bahn fressen viel zu viel Damage am Körper. Was war dieser Schrei? Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Kaputt gemacht! Zerstört. Was? Aber... Monster! Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Endlich. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen.
Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Ah, gib dir eine Umarmung. Passt schon. Eine interessante Anspannung gespürt der Hund und hat Rrrr gemacht. Und alles ist gut. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Verdammt, wir müssen weg. Ja, schnell. Boah, der Anfangskampf mit dem Phönix und der Feueresper war geil. Wenn auch die... Ist das wirklich unser Bruder Joshua? Warum hat er sich wieder so verausgabt? Nicht, dass das ein Endboss wird, weil er uns irgendwie vom Bösen korrumpiert wurde. Das wäre ein bisschen hart. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Vermächtnis. Währenddessen. Ja, ich wollte nämlich schon sagen, das ist nicht Joshua gewesen, der Typ. Hier entlang, Hoheit. Für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist. Oh, sind liebes Mädchen. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Okay. Sieh nur. Ich will gar nicht mehr aufhören. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Aber ich will was essen. Oder wie die Motten zur Flamme. Das Kristalldominium, ihr Licht in der Dunkelheit. Wie lange willst du denn heute machen, Justin? Dann würde ich vielleicht mal eine Pause machen. Und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern. Um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort im Dominium, euer Gnaden? Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sandbreck? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran,
Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Aber warum war Joshua doch eben auf dem anderen Kristall da? Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig? Oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive? Das hat mich schon echt entspannt. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Das macht ihr doch. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Ich würde gerne wissen, an was er leidet. Aber ich glaube, es liegt daran, dass er Ultima in sich aufgenommen hat. Randella, Republik Dalmegirica. Der Versuch des Belagerungsheers, den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Ich hol mir kurz ein Brot in der Küche oder so. Wie ein Eunuch in der Brautnacht, herrlich. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrek kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Die Kaiserin. Sagt uns, was das zu bedeuten hat, Lord Kupka.
Was das bedeutet? Ich hätte nicht gedacht, dass er auch Bahamut ist, habe ich eben gesagt. Ich hege euch auch weiterhin zu verraten. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure. Komm zurück. Er ist der Sohn einer Kaiserin. Euer Sohn Clive. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge? Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Seth hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sunbreak euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. Er ist nur sauer, weil wir seine Waifu geklatscht haben. Seine Bumshure. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominus oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sunbreak. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigor tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Ich damit, was der kann. Man kann sich auch bestimmt auch wieder verwandeln. Und wer ist diesmal sein Vater? Sie ist seit Stunden da drin. Sie ist am Kacken. Irgendwas stimmt nicht. Oder masturbieren. Nach dem Sturm. Suche die Krankenstube auf. Ach so. Karen hat neue. Never. Sind die Gerüchte wahr, Seth? Du hast noch einen Kristall zerstört? Wir müssen ja noch 4 Stück von den Dingern zerstören. Hast du gesehen, wie lange das dauert, bis wir überhaupt dahin kommen? Obwohl, wir könnten es mal probieren. Dann dürften wir aber keine Nebenquests mehr machen. Muss ich gestehen. Dann könnte das Game vielleicht, da ich habe keine Ahnung, wie lange das wirklich geht.
Sag ich ganz ehrlich. Brauchst du was? Oder hast du mich nur vermisst? Ich kann mich nicht beklagen. Das eins aber... Du willst, dass ich lobe, was? Na schön, ich gebe zu, das ist dir verdient, aber bitte bloß nicht zu viel drauf ein. Was mir erzählt wurde. Was nämlich du ohne Jill ziemlich aufgeschmissen gewesen und ohne mich natürlich erst recht, würde ich euch nicht permanent mit Essen und Ausrüstung versorgen, hättet ihr nicht den Hauch einer Chance. Aber dank mir hattet ihr eine und ihr habt sie genutzt und den kompletten Vulkan zum Erdboden gleich gemacht. Ha! Da haben die Eisern bestimmt schlecht geguckt. Zu viel Gill in der Tasche? Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Was will die Alte denn von mir? Soll ich so aufspielen? Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Clive? Was willst du? Pass gut drauf auf, ja? Das muss erstmal reichen. Mhm. Kannst mir später danken. Das muss erstmal reichen. Ja, schon besser. Das muss erstmal reichen. Das ist doch schon mal gut. 70. Oha. Das ist vielleicht ein bisschen too much für heute. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir schon drin haben. Ja, ist die Uhrzeit und nicht die Spielzeit. Das bringt mir relativ wenig. Das will ich frei haben. Clive, was mache ich denn jetzt bitte schön? Was ist denn los? Ich muss dringend zwei Kleider nähen und habe nicht ein Fitzelchen Stoff. Ein Wunder, dass die Lumpen dieser beiden Mädchen noch nicht auseinandergefallen sind. Oh nein. So können sie auf keinen Fall länger herumlaufen. Auch hier im Versteck braucht es schließlich eine gewisse Ordnung. Du willst doch auch, dass die beiden sich hier wohlfühlen, oder nicht? Ach, die sollen alle nackt rumlaufen. Natürlich will ich das. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ein Schatz, Clive. Ach, also, na klar. Ich habe schon für zwei Ballen Stoff bei der Tuchhändlerin in Nordstedt bezahlt. Blau und rot. Aber sie liefert nicht. Wie auch, wenn wir auf keiner Karte verzeichnet sind. Also muss irgendwer diesen Beleg nehmen und die Bestellung abholen. Und mit irgendwer meinst du sicher mich? Ganz genau. Und lass dich nicht mit weniger abspeisen als das, wofür ich bezahlt habe. Ein Ballen blauer und ein Ballen roter Stoff. Ich brauche beide. Das machen wir. Wir können doch die Mädchen nicht mit diesen Lumpen rumlaufen lassen. Sie haben gesagt, wir kriegen neue Kleider. Aber wir haben doch kein Geld. Machen wir trotzdem. Wir sind Sid bzw. Clive. Wir sind hier Chef. Und hier müssen keine Kinder, bei denen ich arbeiten können, Geld für Kleider bezahlen. Hoffentlich hat die Tuchhändlerin den Stoff.
Wie wäre es mit ein wenig Damast? Oder lieber ein paar Meter Samt? Oder Loden? Nur etwas Leinen. 2 Ballen. Sie sind schon bezahlt. Es tut mir leid, Milord. Aber eure Stoffe sind nicht hier. Sie hätten mit einer Karawane aus Boklat hier eintreffen sollen, aber wir warten schon seit mehreren Tagen auf sie. Meine Mutter gibt Banditen die Schuld, aber sie gibt an allem Banditen die Schuld. In den meisten Fällen hat sie damit auch recht. Die Karawane kommt also aus Richtung Süden? Ja, hoffentlich mit lauter hübschen Sachen im Gepäck. Moment, wollt ihr sie etwa... suchen gehen? Ganz genau das habe ich vor. Oh, na dann, viel Glück. Was man nicht alles macht, damit die Mädels sich in Ruhe ordentliche Kleider anziehen können. Hundi! Ich glaube, der Hund fühlt sich hier total wohl. Viel Natur, viel zum Rennen. Manchmal ein paar Gegner zum... Alter! Den Hund muss ich mir gut aufheben. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der dem Raptor einfach mal schnell die Kehle auffrisst. So gehört sich das. Kaputte Zeug jetzt noch kaufen, nachdem dein Biest darüber getrampelt ist. Für mich sieht alles noch ziemlich heil aus. Gibt es irgendein Problem? Falls du vorhast, meine Waren zu klauen, kannst du dich schon mal auf eine Enttäuschung gefasst machen. Alles die Schuld von dem Dummkopf da. Aber du bist mir doch vor den Wagen gelaufen. Dieses Federhirn hat mich niedergetrampelt. Ich bestehe auf Entschädigung. Wenn ich denn gill, dann nehme ich die Waren, die du dabei hast. Sonst melde ich dich bei der Garnison und lass dich hängen. Aber meine Lieferung wird in Nordstedt erwartet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie dir nicht geben. Du kommst nicht zufällig aus Boklat, oder? Ja, komme ich, aber... haben die Markthändler dich geschickt? Hilf mir doch bitte. Ich kann auch dafür zahlen. Der Trottel hat also Verstärkung. Und Gil scheinbar auch. Tja, tut mir leid für dich, aber die werden wir uns jetzt nehmen. Hey, Schlechter! Zeit zum Abkassieren! Hat er extra gemacht. Du sollst mich nicht so nennen. Und wir hätten schon längst abkassiert, wenn du nicht dieses kleine Schauspiel abgezogen hättest. Banditen! Genau, die sind meistens schuld daran. Bringen wir es hinter uns. Ich nehme den Vogelfreund. Kümmer du dich um den Schönling, Schlechter. Mein, komm schon. Dieser Lümmel.
scheiß Bandit. Schon gut, schon gut. Ich gehe ja schon. Schlechter, dass ich nicht lache. Können wir nicht einfach die Beine brechen? Wir lassen den gehen. Der kriegt doch dann einfach nur einen neuen Kumpan und macht weiter. Dieser Betrüger wollte wohl den Banditen die Drecksarbeit erledigen lassen. Und hätte der große Gilbert dich nicht geschickt, wäre ihm das sicher auch gelungen. Meine Lieferung ist gerettet. Ohne dich wäre ich jetzt ruiniert. Bitte lass mich dich belohnen. Darüber können wir auch in Nordstedt reden. Ich werde dich dorthin begleiten. Mhm. Clive ist ein Ehrenmann. Also hattet ihr beide recht. Es sind wirklich immer Banditen schuld. Und ohne die Güte dieses Söldners hier, würdet ihr eure Waren wahrscheinlich gerade von einem von ihnen für den doppelten Preis zurückkaufen. So, wenn ich mich nun verabschieden darf, ich habe eine dringende Verabredung im Schleier, bevor ich nach Bockler zurückkehre. Lebt wohl. Im Schleier, ist klar. Oh, das hätte ich fast vergessen. Der will nochmal, bevor er nach Hause kommt, will er sich nochmal Swan abreiben. Glücklicherweise sind beide Ballen sicher mit dem Rest der Lieferung eingetroffen. Und zum Dank habe ich euch noch ein paar Ellen unserer besten Stoffe eingepackt. Das ist doch schön. Kostenlos natürlich. Das ist lieb. Ist das auch wirklich in Ordnung? Hier heißt das Freudenhaus Schleier. Schließlich habt ihr unsere ganze Lieferung gerettet. Gut. Zurück zum Versteck. Machen wir die Aufnahme.